That's part of a cook and good for the rest of our lives. Na, dieser Jahrhundertsommer, ne? Erstmal abkühlen mit den Füßen. Was ist das? Ein Kuchen mit Erdbeeren und Schoko obendrauf. Naja gut, ich glaube, ich grill lieber mir irgendwas. Erstmal danke zurück an die Girls. So, der Grillzange geschnappt. Und hier sind meine Erdbeerwürstchen. Ja, ganz genau. Und Erdbeerdip. Erstmal aufschnitzen hier. Gleich hab ich's. Normalerweise nimmt man Erdbeer und macht das Glas auf, aber ich nehm besser. So, rein damit hier. Erdbeer gestückelt, nicht gerührt. Heißes Wasser oben drauf, oder quasi kurz gekochtes, zum Einweichen. Und dann kommt der Dippomat 5000 da gleich raus. Joghurt? Ja, rein damit. Oh, die Kette hier. Angaben natürlich in der Infobox und eine ordentliche Ladung Schmand. Das müsste ein Becher gewesen sein. Unterrühren und einen schönen Dip zaubern der Spitzenklasse. Na, Dippomat 5000, würde ich sagen. Erdbeer. Mal reinlunsen und mal gucken, wie es schmeckt. Mmh, ich bin auf die Würstchen gespannt. Die sehen ja jetzt schon nach Erdbeeren aus. Ich frage mich nur, wer sowas hier erfindet. Ja, irgendwer wird schon tun. Runter damit, Baby, ab auf den Grill. So, bloß keine kalten Füße kriegen. So, und rein damit hier aufs Grill-Gritomat 5000. Ich hab mir extra ein Brett vorne dran geschraubt, damit ich ein bisschen mehr Holz vor der Hütte hab. So, und rein mit dem letzten Lümmel. Oh, sie lassen sich bräunen wie zum geht nicht mehr. Sieht das nicht nach einer Erdbeere aus? Ich brauch erstmal ein Bier. Das ist aber ein komisches Bier. Sieht aus wie Bier für die Girls. Und eine Erdbeere rein und eine Wurst hinterher. Besser kann's ja gar nicht laufen. So, und wir legen noch ein paar drauf. Boah, sind das nicht mal ein paar gute Erdbeerlümmel, würde ich sagen? Die Folge ist auf jeden Fall für die Girls, muss ich sagen. Ich hole den Pizzaschneider her und schneide die Torte des Glücks an. So. Und jetzt raus damit, mit dem Messer. Und da ist er auch schon. Und ab auf den Präsentierteller. Dazu ein Würstchen des Glücks. Ist ja natürlich Erdbeere drin, das passt gut zusammen. Ein Stück Kuchen und ein bisschen Erdbeerlümmel. Dazu. Ich schneide mal an, ihr wollt ja mal sehen, wie sowas von innen aussieht. Fast wie eine Wurst, nur mit Erdbeerfarbe. Ja, guckt euch an und genießt es. Oh ja, so kann man Erdbeeren essen. Da ist mir ein bisschen was weggefallen. Jetzt kommt noch mal der Erdbeerdip oben drauf. Der nicht die Erdbeerfarbe hat, sieht aus wie Tzatziki, aber Erdbeeren sind drin, ihr habt's ja gesehen. Ja, und jetzt hier, ein bisschen Grünzeug oben drauf. Ja, lunzt es euch rein in der Infobox. Erdbeeromat 5000. So, erstmal ein Stück Kuchen, zum gucken, wie es richtig schmecken soll. Und mit einem schönen Würstchen dazu. Schnapp mir noch ein bisschen Grünzeug. Das ist die Kombi, Freunde, die ihr essen müsst. Mmh, oh. Ja, Freunde, es wird dunkel hinter mir. Dazu ein Schluck Schlampus, wie Johnny es mag. Sekt. Oh. Ich hab extra hier mir meinen Bart angeklebt. Für euch. Ich nehm noch was. Ich kann nicht genug davon kriegen. Mann, ist das lecker. Wie vom Bäcker. Ah ja. Genau. Ich hol noch eine Erdbeere wieder raus. Reingelegt. Nichts passiert. Und ich trinke noch einen Schluck auf euch drauf. Da ist noch was im Hals hängen geblieben. Ich schieb noch was nach. So, das war die Erdbeer-Sommerfolge. Boys and Girls, ballert euch rein, lasst den Daumen nach oben brennen und bis bald. Abonation nicht verpassen. Kleiner Zwischenlunser, also nicht böse sein, wenn es euch nicht lang genug war. Am Samstag wird es natürlich wieder länger. Bis bald. Yeah!